Dann Ja, würde ich aber jetzt auf den zweiten Teil der Frage eingehen. Und zwar ja. ist natürlich auch die Verkehrsbeförderung mit dem Fahrrad, die ja auch für die Jugendlichen Hauptverkehrsmittel ist, sehr wichtig. Und Ja. nicht nur die Jugend, sondern auch die restlichen BürgerInnen warten immer noch auf entsprechenden Ausbau des Fahrverkehrs. Und deswegen wollen wir Sie fragen, wie Sie Verkehrsbeförderung mit dem Fahrrad attraktiver gestalten wollen. Ist es natürlich so. Wir sind die Partei, die eben auch aufs Rad und auf den ÖPNV setzt. Nur wieder ein Beispiel. Ich sitze im Stadtrat, im Verbandesgemeinderat in Mendig. Wir stellen da zurzeit gerade auch wieder die Anträge Ausbau eines Radwegenetzes, Verbesserung der Möglichkeiten für die Radfahrer. Und man hat immense Schwierigkeiten, da auch nur einen Ansatz dafür hinzukriegen, dass an bestimmten Straßenprojekten, die neu laufen, auch nur mal der Gedanke da aufkommt, dass man da noch einen Radweg mit konzipieren kann. Also die ganzen Dinge, mit den Problemen hat man zu kämpfen. Nicht mit dem, was wir wollen, sondern mit dem, dass im Grunde genommen 95% was anderes wollen. Leider. Zu der zweiten Frage Radwege. Ich glaube, wir müssen wissen, dass wir in einem Flächenland leben und wir brauchen einen Verkehrsmix. Also wir brauchen alles. Wir müssen weiterhin ermöglichen, dass wir möglichst viele Ladestationen haben, um auch mit dem Elektroauto unterwegs zu sein. Es ist illusorisch zu glauben, dass man in ganz Rheinland-Pfalz nur mit dem ÖPNV unterwegs sein kann. Das ist einfach nicht machbar, weil wir auch einfach solche kleinen Dörfer und weite Wege haben. Das ist schwierig. Wir brauchen zwischen den verschiedenen Städten dann auch Konzepte für E-Rad-Ladestellen. Wir brauchen mehr Fahrradwege, aber ich will auch sagen, das Land Rheinland-Pfalz investiert in Fahrradwege so viel wie noch nie. Und das muss beibehalten werden. Aber wir müssen ein Konzept schaffen, in dem alle Verkehrsträger, also das Auto, möglichst klimaneutral, der Bus, die Bahn, das Fahrrad, gemeinsam aufeinander abgestimmt ist. Ich mache ein Beispiel. Man steigt in Main, will man in den Zug steigen, guckt auf eine Rheinland-Pfalz-App zum Beispiel und sieht, okay, bis nach Koblenz komme ich mit dem Zug und dann von da zu meinem Ziel kann ich noch ein Stück weit mit einem Elektrofahrrad fahren. Das steht da aufgeladen, das mache ich und dann will ich da einen Zwischenstopp machen und dann will ich nach Mainz. Dann fahre ich mit dem Elektrofahrrad wieder zum Hauptbahnhof und fahre dann mit dem Zug nach Mainz und dann bin ich angekommen. Also sowas, ja, alles auf einer App, alles sichtbar, weil das muss ja auch attraktiv und einfach sein. Also Schülerticket, Azubi-Ticket sofort, ÖPNV ausbauen, 350-Euro-Ticket langfristig und Radwege werden ausgebaut und das muss beibehalten werden. Glaube ich, nicht vehement genug eingefordert wird. Als ich hier in Andernach vor etlichen Jahren angefangen habe, Kommunalpolitik zu machen, gab es ein paar Vorschläge. Zum Beispiel, als die Breite Straße ausgebaut werden sollte damals, dass man konsequent vernünftige Fahrradwege, durchgehende vernünftige Fahrradwege, nicht rauf und runter und hubbelig einbaut. Und dann gab es einen riesigen Proteststurm der Bevölkerung, die gesagt hat, ja, aber dann fallen doch meine Parkplätze weg. Ja, das ist dann manchmal die Konsequenz. Und diese Abwägung muss man treffen. Und ich bin ganz begeisterter Holland-Urlauber, Ferienhausurlauber. Da wird na, zugegebenermaßen auf dem flachen Land, es ist nicht so hügelig, aber dank der E-Bikes sind die Hügel ja mittlerweile auch kein Problem mehr bei uns. Da wird Fahrradfahren gleichberechtigt zum Autofahren mitgedacht. Und erst wenn wir in der Verkehrsplanung in den Innenstädten dahin kommen, dass der Fahrradfahrer genauso ein gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer ist wie der Fußgänger, dann ändert sich das auch mit den Fahrradwegen. Aber wir sind ein Stück vorangekommen. Ich bleibe mal hier in Andernach. Aber wenn man mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, gerade mit Kindern, merkt, wie oft der Fahrradweg einfach nicht mehr weitergeht oder dann noch in der Straße endet. Und solange wir das haben, ist es halt auch unattraktiv. Aber Corona hatte ein Gutes, bekomme ich immer mit. Die Leute haben das Fahrradfahren für sich entdeckt, wieder neu. Ich glaube, da gibt es einen Bewusstseinswandel. Also ich finde zum Beispiel, dass es viel mehr Fahrradwege geben müssten. Vor allem müssten die Fahrradwege auch sicherer ausgebaut werden. Dann sollte es Fernfahrradwege geben. Also dass das praktisch nicht nur regional, sondern überregional, dass man halt auch mal weiterfahren kann. Es ist auch schon mal die Sache, dass man sagt, dass man so eine Art Fahrradautobahn, also zwei Spuren in jede Richtung baut und diese halt auch räumlich dann von den Straßen trennt, damit es halt wirklich auch sicher wird für die Fahrradfahrer. Wenn ich mich zum Beispiel hier in Andernach streckenweise mal umgucke, die Fahrradwege sind grundsätzlich zugeparkt und da müssen die Fahrradfahrer immer auf die Straßen ausweichen und das ist eigentlich kein Zustand, das ist eigentlich viel zu gefährlich. Ja, und da müsste viel mehr getan werden.
Ja, grundsätzlich halte ich es für sehr sinnvoll, die Fahrradwege auszubauen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben im letzten Jahr im Stadtrat Andernach eine sehr rege Diskussion gehabt. Da ging es um die L116, das ist die Verbindung, also die Landstraße von Aisch nach Andernach. Und da wurde dann eine Vollsperrung veranlasst vom LBM. Und da haben wir uns gegen zur Wehr gesetzt und haben uns auch ganz massiv darüber beklagt, dass der Radweg weggefallen ist. Ja, man sagt zwar immer, wenn man jetzt von Nickenisch nach Andernach zum Beispiel fährt, ja, man kann über Aisch fahren, das ist ein Riesenumweg, da gibt es dann auch tatsächlich eine Verbindung, ist nicht ausgeschildert, gar nichts. Also das ist ja überhaupt nicht praktikabel. Da sind wir dann nicht weitergekommen, also das ist komplett abgelehnt worden. Aber wir haben das tatsächlich auch thematisiert, obwohl man das uns nicht unbedingt immer direkt zuschreibt. Verbindung, ja, Radwege, Thema Radwege. Das sind ja auch die überregionalen Radwege, werden ja aktuell thematisiert, also gerade längs der Rheinschiene, was ja auch toll ist. Aber nach wie vor, wir setzen uns insbesondere für die Radwegverbindungen von den Ortsteilen ein. Ja? Also die Leute aus Kell oder aus Aisch oder aus Nickenisch, die müssen auch irgendwie nach Andernach kommen. Und da kann man sich nicht nur auf Andernach fokussieren. Ne? Aber grundsätzlich unterstützen wir das. Das ist halt ein Teil der Mobilität. Ne? Das Einzige, was ich persönlich immer so ein bisschen ablehne, dass man sich jetzt konkret immer nur auf ein Thema fokussiert, dass man sagt, also entweder müssen komplett die Autos aus der Innenstadt oder wir brauchen jetzt nur noch Fahrräder. Es muss halt ein vernünftiger Mix sein und da müssen auch alle Bürger beteiligt werden und auch die Interessen der Bürger berücksichtigt werden. Das heißt, wenn jetzt gerade ältere Leute oder kranke Menschen, für die ist das natürlich nicht so ein Thema mit dem Radfahren. Und von daher muss man dann natürlich auch die individuelle Mobilität nach wie vor gewährleisten können. Tja, das ist ein großes Problem. Das kenne ich aus Pleit auch, wo ich bin erste Beigeordnete bei uns im Dorf, wo wir selber im Moment dran arbeiten und wollen auch unser Bahnhofsumfeld besser gestalten und attraktiver machen, weil ich das ist im Moment, die Frau Werner weiß das, wirklich eher, also da benutzt man nicht. Es ist wirklich nicht schön und abends hat man auch Angst, darüber zu gehen, das muss man sagen. Wir möchten das auch auf die nächsten 10 Jahre attraktiver hinbekommen, weil ich auch der Auffassung bin, dass da sogar gute Verbindungen sind, die dann, wenn es attraktiver gestaltet ist, ne, und auch eben mit Fahrradparkplätzen, mit allem, was heute erforderlich, dann auch mehr genutzt wird. Beim Radwegekonzept muss ich sagen, ist das jetzt, das läuft ja schon, eigentlich läuft schon immer. Ne? Und es tut sich immer mal wieder ein bisschen, aber es ist halt nicht vernetzt. Ne? Und diese Vernetzung, denke ich, ist eine wichtige Aufgabe. Im Moment ist der Landkreis Main-Koblenz auch da dran. Der entwickelt ein Radwegekonzept unter Beteiligung der Kommunen. Das bezieht sich jetzt auf den Landkreis Main-Koblenz, wo wir, gehe ich mal von aus, die anderen vielleicht auch leben, zumindest grenzt es ja an Koblenz an. Da ist man im Moment dran. Aber es ist auch da wirklich ein weiter Weg. Also ich habe es auch oft erlebt in meiner Zeit in der Verwaltung, dass die Kommunen schon wollen und auch Geld kriegen könnten, aber dann gibt es ein, zwei Eigentümer, die da nicht mitspielen. Also es ist nicht immer gesagt, dass nicht die Kommunen nicht wollen, ne, oder vor Ort das nicht gewollt ist. Das sind Schwierigkeiten, die man, da braucht man auch ein bisschen einen langen Atem. Ne. Aber ich glaube schon, dass man immer wieder dranbleiben muss. Ne. Und natürlich, die Kommunen können das auch nur machen, wenn sie Fördermittel vom Land bekommen. Das halte ich halt für ganz wichtig, ohne Fördermittel, die von oben runterkommen, sei es durch Sonderprogramme mal vom Bund, aber in der Regel vom Land Rheinland-Pfalz können die Kommunen das nicht stemmen. Und was auch ist, wenn 2, 3 Kommunen an einer Strecke liegen, dann muss auch Einigkeit sein. Das ist leider auch nicht immer der Fall, muss man auch sagen. Deswegen halte ich so ein Radwegekonzept für den ganzen Landkreis Main-Koblenz für einen guten Ansatz.